Ja, hallo meine verdursteten Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, heute habe ich mal eine neue Fanta für euch im Test. Ja, und zwar die Fanta Strawberry and Kiwi. Ja, ein Fanta-Getränk mit Erdbeer-Kiwi-Geschmack. Kenne ich jetzt so noch gar nicht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine brandneue Sorte ist oder ob es sie schon länger gibt. Ich habe sie auf jeden Fall noch nicht probiert. Ja, ich bin auch gar nicht so ein großer Fanta-Fan. Fanta trinke ich eigentlich gar nicht so gerne. Ja, ich trinke immer lieber Cola oder Sprite. Fanta Grape mag ich aber sehr gerne. Ja, die Fanta mit Traubengeschmack, die habe ich ja auch schon mal für euch getestet. Gerne hier nach oben ins Video schauen dazu. Die ist echt mega lecker. Ja, und ich bin schon mal auf dieses Erdbeer-Kiwi-Getränk hier gespannt. Und ja, da wollen wir doch mal gucken, wie das so schmeckt und wie das so aussieht. Ja. Eiskalt aus dem Kühlschrank. Ja, und es riecht schon mal, also ich esse sehr viel Obst. Ich weiß, wie Kiwi schmeckt und riecht. Und das riecht sehr stark nach Kiwi, wenn man die Dose aufmacht. Also jetzt mehr als nach Erdbeere. Ja, und wir wollen mal gucken. Ja, es ist jetzt aber auch nicht grün. Ihr seht, das ist richtig schön rosa. Ja. Ja, der Schaum muss sich ein bisschen zurückbilden. Naja, egal. Jetzt geht's einigermaßen und wir wollen mal probieren. Ja, auch sehr interessant. Oh, richtig geil. Also wenn man die Dose aufmacht, riecht es mehr nach Kiwi. Wenn man es geschmacklich testet, schmeckt es mehr nach Erdbeere. Also schmeckt es nicht nur nach Erdbeere, es schmeckt auch im Abgang so ein bisschen nach Kiwi. Es schmeckt auf jeden Fall sehr exotisch. Auch so ein bisschen nach Traube, muss ich ganz ehrlich sagen. Es schmeckt nicht so wie dieses Fanta Grape. Aber schmeckt schon sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr beerig. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, es schmeckt nicht zu süß. Ja, diese Red Bull Energy Drinks, die ich mal probiert habe, die konnte man teilweise gar nicht auf einmal trinken, ja, weil die waren so süß. Ich glaube, das war einfach nur in Zucker aufgelöster Kram. Also die waren echt mega süß. Und wenn irgendetwas zu süß schmeckt, dann ist das echt leicht ungenießbar. Hier gar nicht so. Es ist richtig schön. Ja, es ist süß, fruchtig. Auch ein richtig schöner Erdbeer-Kiwi-Geschmack oder Traube, wie man es nimmt. Finde ich sehr, sehr lecker. Nicht ganz so geil wie Fanta Grape. Ja, die fand ich schon ein bisschen besser. Der habe ich auch 10 Punkte gegeben. Der hier würde ich nichtsdestotrotz 9 Punkte geben. Ja, ist echt ein richtig cooles Getränk. Richtig, richtig lecker. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon probiert habt, ob ihr sie schon getestet habt, ob ihr diese Sorte schon kennt. Und ja, abonniert hier oben gerne meinen Kanal, schaut auch in meine anderen Videos und wir sehen uns, Leute. Tschüss!